Hallo? Ja, passt. Alter, das war so laut, was der, das hat so knirscht, was. Hallo, ja. Schön. Jetzt passt das auch mit dem Mikrofon. Ja, das Mikrofon ist cool. Das versteht man mich ein bisschen besser oder gar nicht. Ja, gar nicht ist gar nichts los. Ja, heute kommt mal eine traurige Folge mit. Mit jedem Tag könntest du sterben. Zum Beispiel du gehst über eine Straße und da kommt ein Auto so. Und dann clasht ein Auto so bei dir vorbei so. Und du fliegst so 10 Meter weit und dann bist du schon hinig. Oder du landest unter dem Reifen und hast dein Bein gebrochen oder sowas. Oder manche gehen über den Gleis, weil dort steht auch, wird Reden verboten. Aber die gehen einfach drüber und dann, wenn es drüber geht, dann kommt der Zug und dann kommt er schneller und näher und näher und dann erwischt er euch und ihr biegt seine Scherbe. Oder ihr landet so unter dem Zug, dem fahrenden Zug. Ja, dann haben die Mitarbeiter Arbeit und ja, das ist so. Ja, dann könntest du mit dem Fahrrad, da könntest halt über, du fährst auf den Berg und dann rollst runter und dann stürzt du oder du fährst rauf, ganz weit weiter und du willst an der Klippe stehen mit dem Fahrrad. Aber du bedenkst nicht, dass das Fahrrad nach vorn stützen könnte und du könntest dann einen Salto oder einen Überschlag machen und dann könntest du runtersausen mit Sausen draus, ja. Und dann hast du so Schürfwunden ein bisschen oder ein gebrochenes Herz oder ein gebrochenes Knöpfchen. Ja, oder du könntest blind werden, weil du dauernd in die Sonne schaust oder weil du den Fernseher urhell einschaltest, weil der radioaktiv ist, der hat immer ein Radio. Ja, das kommt so hin. Dann könntest du taub werden, nicht die Tauben da draußen, sondern taub mit den Ohren. Zum Beispiel, du hörst jeden Tag laute Musik und das hört sich so an. Und das geht dann auf die Ohren oder so. Nicht die Musik geht auf die Ohren. Also, ja. Und dann könntest du taub werden. Dann müsstest du so Texte lesen, dann lesen und lesen. Und du könntest auch einen Tumor haben. Hirnkrebs, weiß ich nicht. Keine Ahnung, muss man Hunger essen oder keine Ahnung. Eine Muschel ist auch was Giftiges, ja. Keine Ahnung, was da giftig ist. Haben die Forscher gezeigt oder die Biologen oder die Wissenschaftler? Ja. Dann könntest du einen Blindenwurm einfangen, der schießt dann durch die Harnröhre vom Mann oder der Frau und setzt dich im Magen ein und frisst dein Essen, was du isst, und du wirst immer dünner oder dünner. Oder man kann an AIDS sterben. Man könnte auch aus überall sterben. Man könnte auch aus, wenn man ermordet wird, wird man auch getötet. Ja, super, das schon. Ja, wurscht. Das sage ich jetzt nicht, aber es gibt alles, ja, dann sag mal. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt es unten in den Kommentaren. Ja, und dann sag mal, habt ein nice day. Habt einen schönen Tag. Ja, heute ist wirklich schön. Bin noch bewölkt, aber es geht. Am Sonntag wird es wieder regnen. Sag mal, tschüss.